Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich führe euch durch die Fürther Miniaturwelten, gebe euch ein paar Hintergrundinfos, schneide euch das ein bisschen wie eine Doku zusammen. Das ist der erste Part des Videos und ungefähr nach der Hälfte halte ich meine Klappe und ihr könnt euch in Ruhe noch diese Ausstellung anschauen. Was wir jetzt hier nicht machen, ist nur die schönsten Szenen aus den Videos rausschneiden. Mit Absicht nicht, sodass ihr einfach mal wirklich ungefiltert diese Anlage sehen könnt. Also wenn ihr schöne Fahraufnahmen sehen möchtet und so weiter, schaut mal unbedingt auf dem Kanal. Da habe ich euch tolle Videos zusammengeschnitten. Aber hier geht es jetzt quasi um die ungeschönte Wahrheit. Lehnt euch zurück, guckt euch die Anlage an mit allen schönen Seiten, mit auch allen Macken. Vielleicht auch mit dem ein oder anderen Wackler an der Kamera. Ich hoffe, das ist jetzt in diesem Video okay. Sonst versuche ich natürlich immer, beste Qualität für euch abzuliefern. Aber hier machen wir es jetzt mal One Take. Also ich schneide jetzt auch beim Reden nichts raus. Wir machen es einfach mal so, wie ich durchgelaufen bin. So, wie ich damals gefilmt habe. Und ich sage euch ganz ehrlich meine Meinung an den ganzen Stellen jeweils. Ja, vorab ein paar Infos noch, die für euch ganz relevant sind. Also wir haben hier die zweitgrößte öffentlich zugängliche Anlage in Deutschland nach meinem Wissen. Die größte ist das Miniaturwunderland in Hamburg. Diese hier ist ungefähr 600 Kilometer weiter südlich im Odenwald in Fürth. Ist nach meinem Kenntnisstand die zweitgrößte frei begehbare Anlage. Frei begehbar heißt, ihr könnt da hingehen bei den Öffnungszeiten, bezahlt den Eintrittspreis und dann könnt ihr rein. Es kann sein, dass es privat noch größere Anlagen gibt, ist mir jetzt nicht bewusst, wir sprechen hier daher von frei zugänglich. Der Eintrittspreis für Erwachsene lag, wenn ich mich nicht irre, bei ungefähr 12 Euro. Parkplätze sind zu Genüge vorhanden gewesen, das war kein Problem. Im Eingangsbereich gibt es noch eine kleine Cafeteria, in der man etwas trinken und essen kann. Jedoch keine vollwertige Kantine, es war eher so eine kleine Cafeteria mit Kaffee und Kuchen, war aber okay. Es gibt öffentliche Toiletten, es gibt einen kleinen Shop, bei dem ihr euch ja, eine Startpackung, einzelne Züge und so weiter kaufen könnt. Alles ja eher klein, es dreht sich alles hauptsächlich um die Ausstellung. Ja, die Ausstellung besteht aus im Endeffekt zwei voneinander getrennten Räumen, würde ich mal sagen. Also wenn man reinkommt auf der rechten Seite, gibt es einen Raum, da sieht man diese Anlage, die hier jetzt auch gerade gezeigt wird, die nennt sich, soweit ich weiß, von der Küste zu den Alpen, ist eine Anlage, die Deutschland darstellen soll. In der Mitte des Raumes findet ihr noch eine riesige Kirmes. Also das könnte übrigens die größte Kirmes in Deutschland sein. Die ist größer als im Miniaturwunderland nach meinem Ermessen. Dann gab es da noch eine Winteranlage, USA-Winteranlage. Wenn ihr, wie gesagt, einzelne Videos zu diesen Anlagen sehen wolltet, schaut unbedingt auf dem Kanal. Da habe ich euch das auch zusammengestellt, je nach Anlage. Ja, und eine Anlage war noch in Bau in diesem Abschnitt. Dann geht es weiter in eine deutlich größere Halle. Dort findet ihr eine riesige Anlage, die das Ruhrgebiet abbildet. Da kommen wir gleich noch dazu. Da sage ich euch dann was dazu, wenn wir da sind. Und danach gibt es noch weitere Anlagenteile oder eine große Anlage, die so ein bisschen ineinander übergeht. Mit, ja, Thema müsste so Österreich, Schweiz, Deutschland sein, so in der Richtung. Ich weiß jetzt die genauen Namen der Anlagenteile nicht mehr. Auch sehr groß, sehr beeindruckend. Und generell, Fazit vorab schon mal, ist eine tolle Ausstellung, kann ich nur empfehlen. Hat mir sehr gut gefallen dort. Ist natürlich ein anderes Niveau als in Hamburg, aber das macht irgendwie auch ein bisschen den Charme aus, finde ich. So, dann fangen wir mal an, hier ein bisschen, was wir uns hier eigentlich anschauen. Also wir sind, wie gesagt, in der ersten Anlage. Wenn man rechts rumgeht, dann seht ihr das hier als erstes. Das ist diese Anlage, die quasi ungefähr 50 Meter lang. Hier fängt es an, hier ist so ein Hafen und dann geht es rechts rum 50 Meter lang. Von der Küste bis zu den Alpen, so das deutsche Landschaftsbild abbildet. Hier ein ganz schön detaillierter Hafen. Und das Wasser ist auch ganz schön gemacht. Ein paar Einsatzfahrzeuge, die blinken. Hier dann der erste Bahnhof, den man sehen kann. Unterschied zum Miniaturwunderland, ganz klar, hier bewegt sich viel weniger. Also sowohl so kleine Details, irgendwelche Figuren, die sich bewegen, haben wir hier weniger, als auch Zugverkehr haben wir hier weniger. Ja, Thema Zugverkehr. Es fährt nicht so arg viel. In den Videos, die ich schon hochgeladen habe, wurde das immer wieder von euch bemängelt. Kann ich verstehen. Allerdings muss man auch sagen, es ist irgendwo auch realistischer, wenn nicht ganz so viel fährt. Was sehr positiv ist aus meiner Sicht, ist die Geschwindigkeit der Züge. Die fahren in einem realistischen Tempo. Und sie fahren auch relativ vielfältig. Nach meinem Wissen fahren die auch ein vorprogrammiertes Programm ab. Also dass nicht nur jetzt der ICE irgendwie 50 Meter im Kreis fährt und alle 5 Minuten vorbeikommt, sondern nach meinem Wissen gibt es hier auch ein Fahrprogramm.
Und kam mir auch tatsächlich so vor, dass die Züge wirklich so quasi wild durcheinander und für mich nach keinem zu erkennenden Schema fahren. Landschaftlich haben wir öfter Etappen dabei, wo es ähnlich aussieht wie hier, also viel Berg, viel Wiese, viel Grün, viel, ich sag mal, leere Fläche irgendwie auch. Auch bei den Gleisen gibt es öfter mal Teile, wo man sich denkt, okay, hier ist jetzt relativ viel leere Fläche. So, das ist jetzt schon die zweite Halle, das ist die Anlage zum Thema Ruhrgebiet. Die führt uns einmal durchs Ruhrgebiet, das war eben der dazugehörige Hafen. War persönlich für mich das Highlight der Ausstellung, diese Ruhrgebietsanlage, die ist wirklich riesig. Ihr könnt auch nochmal in den anderen Videos reingucken, da gibt es noch deutlich mehr Videomaterial als das, was ich euch hier zeige. Ich zeige euch hier nur kleinere Ausschnitte, dass es nicht zu viel wird. Ich fand sie sehr beeindruckend. Relativ viel Güterverkehr in diesem Areal. Alles im Ruhrpott-Look hinten. Die Wand ist immer komplett ringsrum mit so einer Art Fototapete. Seht ihr ja auch hier, finde ich es schön gemacht. Dieser Anlagenteil ist, finde ich, ideal, was das Thema Gleise, Landschaft und Belebtheit angeht. Hier seht ihr einen kleinen, ja, Behind-the-Scenes-Teil, da waren unfertige Anlagenteile rumgestanden. Die sieht man auch einfach, da läuft man dran vorbei. Also hier wird nichts geschönt. Es hat, seht ihr jetzt auch hier wieder, so ein bisschen den Eindruck manchmal, als wäre man bei jemandem, der einen riesen Keller hat und er zeigt einem einfach seine Modelleisenbahnanlage. Also hier wird gar nicht versucht zu vertuschen, dass an manchen Stellen noch gebaut wird. Es wird einfach rumstehen gelassen und die Besucher laufen durch. Finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Hat irgendwie einen gewissen Charme auch für mich, sodass hier nicht alles so überperfekt ist und nicht nur auf Tourismus. Es kommt einem so ein bisschen vor, als hätte wirklich jemand einfach nur seine Modelleisenbahnanlage gebaut und hier hingestellt. Soweit ich weiß, wurde auch vor allem die Ruhrpottanlage zugekauft und jetzt nicht extra für hier gemacht. Es haben von euch ein paar in den Kommentaren schon geschrieben, dass die mal woanders stand und hier für wohl gekauft wurde. Das mag gut sein. Tut dem Ganzen keinen Abbruch, ist trotzdem eine super Ausstellung. Ja, hier sind wir immer noch bei der Ruhrpottanlage, die hat quasi so eine, ja, so eine L-Form. Und hier geht es dann einmal um die Kurve mit einem riesigen Bahnhofsbereich, den seht ihr jetzt hier. Ja, hier seht ihr auch wahnsinnig viele Güterzüge, teilweise einfach abgestellt. Ich bezweifle, dass die bedient werden. Und hier noch der Fluss abgebildet an der Seite. Ja, hier tut sich auch einiges, bedingt einfach durch den Güterverkehr. Was, wie gesagt, nicht so häufig vorkommt, sind sich bewegende Figuren. Hier rechts im Bild habt ihr jetzt eine gesehen unten, aber das ist nicht so häufig. Was die ganze Anlage hat, also in der kompletten Ausstellung, gibt es einen Tag- und Nachtwechsel automatisch. Mit Übergang, also nicht einfach nur Licht an, Licht aus. Es gibt auch eine Dämmerungsphase. Seht ihr gleich auch noch in den Aufnahmen dann im Detail. Ja, hier kommen jetzt noch ein paar Aufnahmen von der Ruhrpottanlage. Wie gesagt, war mein Favorite in der Ausstellung. Von der Länge her müsste ich mal nachschauen, wie lange die war. Können wir ja parallel mal kurz schauen. Die kam mir schon riesig vor. Also die Homepage der Fürther Miniaturwelten geben diese Anlage an mit 420 Quadratmeter Größe und 130 Meter Länge. Jetzt bin ich mit der L-Form, die ich eben genannt habe, falsch. Also dieser Hauptbereich, Entschuldigung, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Der erste Bereich mit diesem Bahnhof, den ihr im Moment noch seht, der ist so in L-Form, aber es geht noch ein paar Mal ums Eck weiter. Also wir haben 130 Meter Länge und 450 Quadratmeter. Die Anlage ist wirklich riesig und wunderschön, meiner Meinung nach. Ich weiß, manche meckern da auch ein bisschen, aber ich finde sie super. Wir haben 5 Kilometer Gleis verbaut, 750 Weichen auf dieser, also nur auf diesem Anlagenteil Ruhrgebiet. Das ist schon Wahnsinn, eine wahnsinnige Leistung. Respekt an die Erbauer, das ist wirklich groß. Ja, hier seht ihr auch, wie schon gesagt, hauptsächlich Güterverkehr in diesem Anlagenabschnitt. Passt allerdings auch, finde ich. Gleich geht es auch noch weiter.
so, jetzt sind wir einmal hier aus einer anderen Perspektive. Also ich finde, es sieht schon fast fotorealistisch aus. Auch mit dem Hintergrund, der ist schön gewählt. Ich finde, das ist gut gemacht. Hier nochmal mit ein bisschen Abstand für euch gefilmt, dass ihr mal seht, wie das als Zuschauer dann auch aussieht. So, jetzt sind wir bei Nacht angekommen, sind auch schon ein Stückchen weiter auf der Ruhrpottanlage. Was auffällt, ist auch, dass diese quasi Fotowand hinten ein bisschen mitbeleuchtet ist. Das sieht schon gut aus. Bei Nacht generell die Anlage auch sehr schön. An manchen Ecken ein bisschen, ja, ein bisschen sehr dunkel. Aber im Ganzen würde ich schon sagen, ist das stimmig gemacht. Ja, hier nochmal ein anderer Hafenabschnitt der Ruhrpottanlage. Jetzt in der Dämmerung. So, jetzt sind wir so ungefähr in der Mitte dieser Ruhrpottanlage angelangt. Hier ist ein bisschen jetzt bewohnteres Gebiet. Dann geht es gleich nochmal ums Eck. Das seht ihr jetzt hier gleich. Das gehört nicht dazu. War so ein kleiner Schaukasten, der noch nebenbei stand. Also nicht irritieren lassen. Aber wie gesagt, wenn ihr die Anlagen einzeln genau euch angucken wollt, dann schaut bitte in die Einzelvideos rein. Hier geht es eher so um den um den Gesamteindruck der ganzen Ausstellung. Alles mal ein bisschen zusammengeschnitten. Ich habe jetzt nicht, wie gesagt, nicht drauf geachtet, euch hier die maximal schönen Sachen darzustellen. Das ist auch so ein extra Schaukasten gewesen mit einem anderen Thema. Hat jetzt, wie gesagt, auch wieder nichts mit dieser Hauptanlage zu tun. Und hier geht es weiter. Das jedoch ist jetzt wieder hier Hauptanlage. Seht ihr auch an der schieren Größe. Also es ist wirklich unglaublich, was hier geleistet wurde. Hier ist auch eine Kokerei, die ist riesig, also quasi eine eigene Anlage in der Anlage. Hier ist so eine Kokerei abgebildet mit ewig viel drumherum. Allein das ist wahrscheinlich größer als die meisten Modellanlagen, die die meisten von euch zu Hause stehen haben werden. Ja, also ich finde es sehr beeindruckend. Ich finde es auch als Zuschauer, wenn ich mir die Videos anschaue von dem Besuch, immer wieder wirklich beeindruckend. Ja, das ist nochmal, wie gesagt, so eine kleine Nebenanlage oder so ein Nebendiorama eher. Sage ich euch dazu, wenn diese Aufnahmen kommen. Das steht da so in der Mitte, deswegen ist es jetzt mal hier so ein bisschen reingeschnitten. Ja, ganz nett anzuschauen. Ich finde, das hätte man sich sparen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt so zwei, drei Ecken, wo dann irgendwie so ein kleines Diorama rumsteht. Ich meine, das ist nicht schlecht gemacht und so, um Gottes Willen. Es sieht auch ganz nett aus, aber ich finde, es passt nicht unbedingt zu diesen anderen Riesenanlagen, die da stehen. Aber gut. So, jetzt geht es hier wieder weiter mit der eigentlichen Anlage, mit immer noch Anlage Ruhrpott. Das ist das Ende der Kokerei. Von hier geht es jetzt nochmal weiter dann zu einem riesigen Güterbahnhof. Dauert noch ein bisschen. Wir schauen nochmal gleich auf Betrieb in der Kokerei. Ja, das ist jetzt mal eine Rangieraufnahme aus der Kokerei. Also ich finde es wirklich schön gemacht. Und ich finde, das ist das, was mir im Miniatur Wunderland Hamburg so ein bisschen gefehlt hat, dass man sich einfach mal hinstellen kann und da ist Ruhe und man kann sich in Ruhe das ganze Zeug anschauen. So, jetzt sind wir hier einmal nach der Kokerei um die Ecke. Hier ist jetzt ein regulärer Bahnhof, kein Güterbahnhof mehr. Personenverkehr recht wenig auf dieser Anlage, muss man einfach so sagen. Keine Ahnung, ich habe vielleicht 5, 6 Personenzüge gesehen. Einer steht da schon, der TEE. Das meiste, was hier fährt, sind sind Güterzüge. Ob das so realistisch ist, kann ich nicht beurteilen. Ich war noch nie im Ruhrgebiet. Ja, ist ein bisschen wenig manchmal. Was auch teilweise wirklich schön ist, sind die langen Züge. Also es gibt diverse lange Güterzüge hier.
mit der V200 müsste es gewesen sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Und manchmal gibt es auch diesen netten Effekt, wie hier. Hier seht ihr es im Hintergrund, genau hier jetzt nochmal schöner, dass die quasi so in diese Wand reinfahren. Das finde ich ist toll gemacht. Ja, hier geht es weiter auf der Ruhrpott-Anlage. Hier. Das wirkt ein bisschen klein jetzt auf dem Video, aber in echt ist das wirklich eine Riesenszenerie. Müsst lügen, vielleicht 10 Quadratmeter oder so, den allein dieser Bereich hier einnimmt mit diesem, ja, ich weiß gar nicht, was da hier gemacht wird, irgendein Abbau. Ja, es ist wirklich beeindruckend. Hier ein sehr klassischer Personenzug, der fährt auch rum, wird hier überlagert gerade von dem Güterzug. Es gibt auf jeden Fall ein paar schöne Züge auf der Anlage, also Personenzüge auch, aber es sind eher wenige, muss man einfach so sagen. Hier kommt im Anschluss jetzt gleich nochmal ein Rangierbahnhof. Also hier links hinten seht ihr den Personenbahnhof, den wir uns gerade angeschaut haben. Und dann kommt hier jetzt nochmal so ein Güterbahnhof, Rangierbahnhof und nochmal eine Industrieanlage. Die ist auch riesig. Also es wirkt vielleicht manchmal gar nicht so groß, aber es ist riesig. Und für die ganze Ausstellung, wenn man sich wirklich alles in Ruhe anschauen möchte, ohne zu filmen, also mit Filmen dauert alles nochmal länger, kann ich euch sagen. Übrigens, mit Filmen macht das auch keinen Spaß. Wenn ich so hingehe und für euch irgendwas filme, ich habe persönlich wenig Spaß an dem Tag. Ich kann eigentlich dann zweimal hingehen, einmal zu filmen, einmal zum mir selbst anschauen. Es ist wahnsinnig anstrengend zu filmen. Ich mache ja nicht nur diese Aufnahmen, die ihr jetzt im Moment seht, ich stehe ja auch mit einer zweiten Kamera dann noch da und verfolge die Züge bei der Fahrt und zoome ran und so. Ich habe jetzt extra hier nur diese oberflächlichen Aufnahmen genommen, ohne Zoom und alles, damit es für die Doku einfach jetzt ein bisschen einfacher wird. Hier seht ihr den Personenbahnhof, den ich vorhin gezeigt habe, nochmal bei Nacht. Hier quasi eine andere Stufe der Nacht, ist ein nahtloser Übergang der Tageszeiten. Wie gesagt, sehr schön gemacht. Und ja, jetzt schauen wir noch mal hier auf einen beleuchteten Personenzug drauf. Das finde ich ist ganz nett gemacht. Das sieht man halt kaum bei Tageslicht. Daher hier noch mal aufgenommen. Und jetzt sind wir im Bereich dieser Industrieanlage, die dann abschließt mit einem Güterbahnhof gleich. Und ganz am Ende der Anlage ist noch mal ein kleiner Hafen. Und dann sind über 100 Meter Modelleisenbahnanlage abgelaufen. Der Kopf raucht, man kommt aus dem Staunen kaum noch raus. Manche haben was zu meckern, muss man auch einfach so sagen. Zum Beispiel ist die Strecke weitestgehend ohne Oberleitung. Gutes Stichwort, hier sind jetzt welche, aber meistens gibt es zum Beispiel keine. Da haben einige in den Kommentaren von euch auch schon gemeckert, zu Recht irgendwo. Allerdings finde ich, die Anlage ist so wahnsinnig groß, da ist das etwas, auf das ich persönlich an manchen Ecken dann verzichten kann. Ja, hier kommen wir dann in diesen Rangierbahnhof, von dem ich eben gesprochen habe, in diesen Güterbahnhof. Es ist weiterhin einfach nur gigantisch groß.
So, dann gehen wir mal über zur nächsten, zur zweitgrößten Anlage, die so aus meiner Sicht irgendwo Thema Schweiz, Österreich, Süddeutschland, Alpen und so weiter hat, irgendwo in der Ecke zu verorten. Ich persönlich konnte als gar nicht trennen, wo da was anfängt und wo da was endet. Hier haben wir auf jeden Fall einen sehr, sehr schicken Bereich mit BW und ja, diversen Zugverkehr. So sieht das teilweise auch aus in der Ausstellung. Viel Grün, viel Berg, viel sonst nichts. Ist ein kleines Manko. Also ja, das hier soll einen Stausee darstellen oder Staudamm und viel Berg und so außenrum. Ja, habe ich Verständnis für, aber es ist oft relativ viel Grün. Ja, hier haben wir einen kleinen Modelleisenbahnknast. Der ist eigentlich auch ganz witzig modelliert. Hier an der Stelle links außen ist der Bau noch nicht ganz abgeschlossen gleich. Ich weiß nicht, seht ihr wahrscheinlich gleich noch, da liegt noch ein bisschen Bastelmaterial rum und so. Finde ich auch nicht so schön, das dann auf der Anlage liegen zu lassen. Aber gut, ich wollte euch ja ungeschönte Eindrücke zeigen, daher sieht man das teilweise jetzt hier im Video. Da links eben habt ihr die Tüte vielleicht ein bisschen gesehen. Ja, kann man zeigen, kann man aber auch einfach wegräumen. Ja, sowas gibt es auch öfter mal auf der Anlage. Irgendwelche Figuren reingestellt, die nicht so reinpassen. Manchmal witzig, manchmal ist es nicht so witzig, finde ich. Irgendwie, da ist das Miniaturwunderland zum Beispiel doch schon etwas einfallsreicher. Landschaftlich finde ich gut gemacht. Wie gesagt, der Kritikpunkt, der immer kommt, ist, dass es so ein bisschen leblos ist, ein bisschen wenig los ist und so. Ja, aber in der Realität gibt es auch in Deutschland Gegenden, in denen einfach nicht so viel los ist. Nicht jeder wohnt in der Metropolregion, nicht jeder kennt das. Manche wohnen ländlicher, da ist es dann manchmal auch etwas weniger belebt, auch zugtechnisch. Ja, finde ich auch ganz gut gemacht, dass die Züge hier teilweise relativ langsam, denkt man sich im ersten Moment. Aber so ist es in der Wirklichkeit halt auch. Da fahren die Züge auch vom Bahnhof manchmal langsam, bleiben manchmal stehen und man weiß nicht warum und so weiter. Also man weiß es schon irgendwo, aber man weiß nicht, welches Signal der Schaffner jetzt gesehen hat. Beziehungsweise der Zugführer, sorry. Jo. Ja, alles in allem, wie gesagt, ihr habt hier eine riesengroße Ausstellung mit ein paar verschiedenen Modelleisenbahnanlagen. Die allergrößte ist das Ruhrgebiet, die zweitgrößte ist wahrscheinlich die danach, die so Thema Schweiz, Österreich und so weiter abbildet. Auch riesig ist die erste Thema Alpen. Dann gibt es noch die kleineren Sachen zu sehen. Und die schöne USA-Winteranlage habt ihr auch noch hier drin als Video. Ja, in Summe auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Auf jeden Fall schön zum Anschauen. Geht mal hin. Jeder, der dort war, bitte mal Bescheid sagen, wie ihr das Ganze fandet. Und auf jeden Fall auch ein Abo für diesen Kanal da lassen. So kriegt ihr mit, wenn ich die nächsten Ausstellungen besuche. Ja, vielen Dank. Dass